Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, warum das Sommerinterview mit Alice Weidel vielleicht auf den ersten Blick einen guten Eindruck macht, aber wenn man es sich genauer anguckt, es ein mieses Interview ist. Es die Möglichkeiten der AfD und überhaupt der Opposition verschlechtert anstatt verbessert. Fragen wir uns zunächst, was ein gutes Interview ausmacht. Zunächst geht es darum, einen guten Eindruck zu machen für sich und für die Partei. Alice Weidel repräsentiert die Partei wieder. Und hier kann man sagen, das war in Teilen erfolgreich. Sie hat sich als durchschlagskräftige, entschlossene Oppositionsfrau präsentiert, die wichtige Vorhaben umsetzen will, die katastrophale Politik der Regierung beenden will. Jetzt denkt man sich, ja, das ist doch super. Das ist doch genau das, was wir brauchen. Ist doch alles wunderbar. Was ist jetzt das zweite wichtige Kriterium für ein gutes Interview? Es sind die Informationen, die von A nach B wandern, also von alles weiter zum Zuschauer. Und hier geht es um Informationen, die die Öffentlich-Rechtlichen nicht verbreiten. Also, dass der Bürger wirklich was Neues erfährt, was nur von der AfD direkt zu erfahren ist oder von oppositionellen Kräften, was man nur bei YouTube sieht, was aber nie im Öffentlich-Rechtlichen gezeigt wird. Es ist das ARD-Sommerinterview, Alice Weidel kann sagen, was sie will. Hier hat sie die Gelegenheit dazu, einmal im Jahr oder wenige Male im Jahre alles Wichtige zu sagen, was es zu sagen gibt dem Bürger. Das heißt, hier kann die Medientäuschung umgangen werden, hier kann alles Brisante mit Hilfe einer Themenlenkung angesprochen werden. Sie hat eine halbe Stunde, das ist ziemlich viel. Und es kann nicht alles herausgeschnitten werden, Alice Weidel kann sich auf das beziehen, was sie gesagt hat. Sie kann immer wiederkehrend eine Themenlenkung betreiben. Das heißt, was sie jetzt sagt, das gilt, die Öffentlich-Rechtlichen können es nicht verhindern. Es ist nicht zu verhindern. Und das ist ja auch der Grund, weshalb der AfD so wenig eingeladen wird, damit keine Informationen an die Leute kommen. Oder die Interviews werden dann normalerweise so gestaltet, dass eine Themenlenkung stattfindet, die ungünstig ist für die AfD und die AfD schlecht ausgesehen lassen wird. Und der Bürger das Gefühl hat, er weiß jetzt alles über die AfD, jetzt muss er sich nicht weiter informieren. Er muss sich jetzt nicht weiter interessieren, er muss sich nicht die O-Töne angucken. Er muss nicht im Internet nochmal nachgucken. Er weiß Bescheid. Es ist alles geklärt. Und hier ist der Knackpunkt. Wenn man sich das ganze Interview anguckt, was ist an Informationen an den Bürger gewandert, was er nicht schon gewusst hat, was man nicht durch die Öffentlich-Rechtlichen gewusst hat schon. Durch alles Weil. Hier. Nichts. Überhaupt nichts. Es hätte sehr viel zu sagen gegeben, beispielsweise über die Ukraine, über Nord Stream. Und vor allem die Bevölkerung zu warnen, dass Deutschland in großer Gefahr ist durch Einfluss aus dem Ausland. Was viele Bürger nicht wissen, was ich bis vor kurzem auch nicht wusste, dass vom Ausland große Gefahr droht. Lebensbedrohliche Gefahr und natürlich auch wirtschaftliche Gefahr. Entscheidend ist hierbei zu verstehen, dass wir es mit einer Kartellbildung der großen Medien zu tun haben, die durch das Ausland befördert und gesteuert wird. Oder eingerichtet wurde überhaupt erst. Und dass das für Deutschland extrem gefährlich ist. Und Deutschland wahrscheinlich auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg zum Verhängnis wurde. Jetzt werden viele sagen, ja, das ist ja Verschwörungstheorie. Es ist Fakt. Es gibt die sogenannte Herzland-Theorie von Halford MacKinder, die besagt, dass Europa und Asien, also vor allen Dingen Deutschland und Russland, dass sie das Herzland bilden. Und Halford MacKinder hat vorausgesehen, dass wenn der Großkontinent, wenn Eurasien zusammenarbeitet, wenn also Deutschland Rohstoffe aus Russland bezieht oder Europa Rohstoffe aus Russland bezieht, dass dann das britische Imperium seine Großmachtstellung verliert. Und genau das gleiche gilt für die USA. Sie sehen von Anbeginn an ihre Fälle davon schwimmen. In dem Moment, wo Europa zusammenwächst, sie wirtschaftlich zusammenarbeiten, ist ihre Vormachtstellung zu Ende. Explizit sagen amerikanische Geostrategen, dass eine Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland verhindert werden muss. Das sind Fakten. Klar beweisbare Fakten. Das ist nicht irgendwas Unwichtiges, historisch Unwichtiges, Nebensächliches, sondern das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache für Deutschland in der aktuellen Situation. Es ist die Ursache für die Politik der Bundesregierung, die sich nach den Medien ausrichtet. Und die Medien betreiben Propaganda, die US-Partikularinteressen bedient.
das an der Berichterstattung zur Ukraine beweisbar. Es ist beweisbar, dass die großen Medien ein Kartell bilden, dass sie sich beim Lügen gegenseitig decken. Ein prominentes Beispiel, das ich herausgegriffen habe, aber es gibt unendlich viele Beispiele, ist ein Interview mit einer Zivilistin aus Mariupol, deren Aussagen vom Spiegel um 180 Grad verkehrt wurden. Aber kein großes Medium in Deutschland darüber berichtet hat, vor allen Dingen auch nicht die Öffentlich-Rechtlichen. Wobei es sich aber hier um einen Skandal handelt, der Relotius meilenweit in den Schatten stellt. Weil hier unglaubliche Verbrechen verschwiegen werden über das Azov-Bataillon. Überhaupt, wie seit 2014 mit der ostukrainischen Bevölkerung seitens der Ukraine umgesprungen wurde. Dass wir es seit 2014 ja mit einer Nazi-Regierung zu tun haben und dass das keine Übertreibung ist. Die Leute können sich das nicht vorstellen. Sie denken, gut, das ist vielleicht Tschernibok, das sind so ein paar nebensächliche Parteien, die aber gar keine Rolle mehr spielen. Tatsächlich das Handeln der Regierung und auch die Aussagen ukrainischer Offizieller, Petro Poroschenko, deren Kinder werden im Keller leben, sie werden den Krieg gewinnen. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Das sagt ganz eindeutig aus, es sind deren Kinder, es sind nicht unsere Kinder. Das heißt, es sind fremde Leute, die auf unserem Territorium leben. Das ist eine eindeutig rassistische, nazihafte Aussage damit. Weil, warum sind es deren Kinder? Warum sind es nicht unsere Kinder? Es sind Ukrainer. Es werden im Osten Ukrainer bekämpft, aber Petro Poroschenko sagt, es sind deren Kinder. Durch wen wurde Petro Poroschenko ins Amt gebracht? Mit Hilfe der USA, die einen Putsch befördert haben, was auch beweisbar ist, allein durch ein Telefonat, wo hier die großen Medien nur berichtet haben, dass Viktoria Nuland, die stellvertretende US-Außenministerin, Fuck der EU gesagt hat. Es aber in den großen Medien nicht transportiert wurde, dass ein Regierungsumsturz geplant war. Dass also die US-Regierung eine neue Regierung geplant hat, während eine alte Regierung bestanden hat, heimlich. Was unglaublich ist. Das sind alles keine historischen Nebensächlichkeiten. Das ist das Entscheidende, das ist das Zentrale. Das muss man verstehen, um das Handeln der Bundesregierung zu verstehen, um die Politik zu verstehen, um die Situation zu verstehen und vor allen Dingen auch um die Gefahr zu verstehen, in der sich Deutschland befindet und die Deutschland schon jetzt in den Abgrund reißt. Es geht uns noch nicht so wie den Ukrainern, die in den Tod gehetzt werden, aber man weiß ja nicht, vielleicht, wenn es nach der CDU geht, dann sollen vielleicht auch bald deutsche Soldaten an die Front, in die Ukraine. Jetzt diese Lenkwaffen, Roderich Kiesewetter von der CDU, er erkennt keine Grenzen. Von all dem in dem Interview nicht das Geringste, noch nicht einmal Nord Stream. Keine Themenlenkung auf Nord Stream. Wo eindeutig ist, dass diese Geschichte mit dem ukrainischen Segelboot, dass es Quatsch ist und dass die Geschichte von Seymour Hersh, dass es Norwegen und die USA waren, dass es sehr plausibel ist und dass es sehr wahrscheinlich stimmt. Über das Handeln der Bundesregierung hätte Alice Weidel ganz leicht eine Themenlenkung drauf betreiben können. Aber der Informationsgehalt irgendeiner Aufklärung geht gegen Null. Ganz genau Null. In keinem Themenfeld. Sondern Alice Weidel sagt nur das, was sowieso jeder weiß. Die AfD will die Atomkraftwerke wieder anschalten und sie will wieder Gas aus Russland beziehen. Das weiß aber sowieso jeder. Das wird auch durch die Öffentlich-Rechtlichen transportiert. Und jetzt stellt sich die Frage, warum betreibt Alice Weidel keine Aufklärung? Und die Antwort ist ganz einfach. Sie erhofft sich dadurch, in Talkshows eingeladen zu werden. Und wenn sie in Talkshows eingeladen wird, dann ist sie bekannt, und dann gerät die Partei, zumindest das ist anscheinend ihre Hoffnung, in eine Abhängigkeit. Alice Weidel ist das bekannte Gesicht, die Partei kann es sich nicht leisten, Alice Weidel loszuwerden. Sie tut das auf Kosten der Aufklärung der Bevölkerung. Sie betreibt zudem Desinformation, indem sie behauptet, Deutschland werde von Wahnsinnigen und Idioten regiert. Warum ist das so schlimm? Und warum ist das auch eine Schwäche, die der ARD-Moderator gezielt herausgegriffen hat? Es ist schlicht und einfach falsch. Olaf Scholz ist kein Idiot. Er ist auch kein Wahnsinniger, sondern er ist korrupt. Er steht in Abhängigkeit von den großen Medien. Er weiß, wenn er nicht anders handelt, als er es tut, dann wird Cum-Ex ausgepackt, dann ist er weg vom Fenster. Er passt sich in seiner Politik den Narrativen der großen Medien an. Und das ist korrupt. Und das ist nicht wahnsinnig idiotisch, sondern es ist klar kalkuliert. Die Politiker der anderen Parteien
Und jeder sieht das auch, dass Olaf Scholz ein Mensch von klarem Verstand ist. Das sieht man, wie er redet, wie er sich ausdrücken kann. Das sieht man auch bei den anderen Politikern. Wenn man solche Leute als Idioten darstellt, dann denken sich die Leute, ja, ich sehe doch, wie der redet. Der kann sich klar ausdrücken. Der kann klar denken, das ist kein Idiot. Das heißt, wenn er so handelt, wie er handelt, hat es schon seinen Grund. Es wird dann schon seine Notwendigkeit haben. Das werden viele Leute denken. Das denken auch viele Leute. Man darf sich jetzt nicht zu viel darauf einbilden, dass die AfD über 20% ist. 20% ist sehr wenig angesichts der katastrophalen Politik, die die Bundesregierung betreibt, die zerstörerisch ist für Deutschland. Es ist eigentlich ein Wunder, dass die großen Medien immer noch die Leute bei der Stange halten, die Parteien, die Deutschland in den Ruin treiben, sie weiter zu wählen. Und auf die 20% braucht man sich überhaupt nichts einbilden. Jetzt gerade noch mit dem Heizungsgesetz, es ist ein Geschenk. Und auch mit der Ukraine ist es Russland zu verdanken, dass sie die westlichen Ambitionen scheitern lassen. Wenn jetzt Russland zusammengebrochen wäre, dann wäre die Situation eine ganz andere. Dann könnte die Ukraine-Politik viel besser verkauft werden. Sondern allein dadurch, dass alles nicht funktioniert, die ukrainische Gegenoffensive nicht funktioniert, dass sich alles in die Länge zieht, dadurch sieht es so schlecht aus, dadurch wird es immer schlechter erklärbar. Und das ist sozusagen ein Selbstläufer, da muss man sich gar nichts drauf einbilden. Das Einzige, worauf man sich drauf einbilden kann, ist, dass man hart bei den Positionen geblieben ist, man nicht eingeknickt ist. Das ist das Einzige, worauf man stolz sein kann, was auch wirklich wichtig ist. Es ist also keine Aufklärung passiert im Interview. Was war noch auffällig? Alice Weidel hat die Partei nicht vor dem Rechtsextremismusvorwurf effektiv geschützt. Jetzt werden viele sagen, ja gut, aber sie hat das einfach links liegen lassen, den Vorwurf. Das ist auch die Strategie von Tino Chrupalla. Auf diesen Quatsch, da muss man ja auch gar nicht eingehen. Man ignoriert das einfach. Aber so einfach geht das nicht. Das, natürlich werden viele sagen, ja gut, der Rechtsextremismusvorwurf, der verfängt sowieso nicht. Aber das stimmt nicht. Der verfängt bei einem bestimmten Teil nicht mehr, bei den 20%, aber er fängt bei einem sehr großen Teil der Bevölkerung eben sehr wohl. Immer noch. Und vor allen Dingen kommt der Moderator auch mit starken Argumenten, dass 2017 Alice Weidel ja auch Björn Höcke für rechtsextrem erklärt hat und sie ihn aus der Partei haben wollte. Und was macht Weidel hier, was aus meiner Sicht wirklich mich sehr geärgert hat, mich sehr enttäuscht hat? Sie gesteht den Fehler nicht ein. Das heißt, indem sie den Fehler nicht eingesteht, schädigt sie Höcke, weil sie lässt den Vorwurf im Raum stehen. Und sie behauptet auch noch, der Moderator würde es unterbrechen und sie würde die Frage nicht beantworten wollen. Und der Zuschauer sieht ja ganz offensichtlich, sie hat die Frage nicht beantwortet. 2017, wie sieht sie es jetzt? Hat er behauptet, der Moderator würde sie unterbrechen und sie können nicht ausreden. Was aber ganz einfach hier zu sehen nicht stimmt. Was hat das zur Folge? Jetzt werden die Leute sagen, ja, jetzt alles Weidel beschwert sich über die Medien. Hier sieht man ja, jetzt ist ja gar nichts dran. Das heißt, sie redet um den heißen Brei, wirft den Medien irgendwas vor, sie dürfte nicht ausreden, sie würde ungerecht behandelt. Man sieht ja, es stimmt ja gar nicht. Sie hat ja einfach nicht geantwortet. Alice Weidel hätte sagen müssen, ich habe mich geirrt damals, ich stand unter Druck, der Eindruck war falsch, ich habe dazugelernt, ich habe das falsch eingeschätzt. Rechtsextremismus, ein viel zu starker Vorwurf, der auf Björn Höcke nicht zutrifft. Ich habe mich einfach geirrt und Björn Höcke, man sieht es auch, er ist ein tadelloser Demokrat. Ich habe mich einfach geirrt. Jeder Mensch kann sich irren, man kann Fehler eingestehen. Aber sie hat ja einfach rumlaviert und war einfach feige, was auch aus meiner Sicht ihr nichts bringt, weil es beschädigt sie selbst, weil sie denkt, sie ist jetzt das strahlende Gesicht, die anderen, sie schützt die anderen in der Partei nicht, hat sie selbst gesagt. Die Partei ist herrscht Meinungsfreiheit, sie ist nicht dazu da, die anderen zu schützen, aber sie ist eben sehr wohl als Parteivorsitzende dazu da, die Leute zu schützen vor ungerechten Vorwürfen. Sie hat gesagt, ja, dafür ist sie nicht zuständig. Es kamen dann verkürzte Zitate. Da hätte sie sagen können, die Zitate, das ist unausgewogen, die Auswahl ist unausgewogen, das spiegelt die Partei nicht wider. Die Zitate sind sehr wahrscheinlich auch noch verkürzt, ich müsste mir das genau angucken. Aber sie sagt dazu einfach nichts, sondern lässt das laufen und sagt, ja, es herrscht Meinungsfreiheit. Es gibt halt Idioten, die erzählen Mist, aber es gibt ja auch mich. Und ich bin ja später... Das hat sie jetzt nicht gesagt, aber das ist natürlich das Kalkül. Sie sagt dann, ja, ich bin die gute Kanzlerkandidatin, ich bin die Parteivorsitzende, ich bin wichtig. Die anderen, das sind vielleicht Idioten, aber ich bin ja wichtig, wählt mich. Und ja, ich werde dann Kanzlerin und die anderen kann man auch vergessen dann. Das hat zur Folge, das ist das Kalkül,
dass die Partei abhängig wird von ihr. Das heißt, die Partei kann nicht mehr auf sie verzichten, der Ruf der Partei soll ruiniert bleiben und sie steht als strahlende Heldin da. Und aus meiner Sicht, das ist egoistisch und schädigend. Und ja, man sieht das Interview, es läuft eigentlich darauf raus, dass es ihr nutzt. Und ja, die Partei, das ist ihr eigentlich egal. Oder auch die Aufklärung. Also da ich sehe da keinen Idealismus, sondern es ist für mich Ellbogenmentalität geschickt verpackt. Weil es ist natürlich immer so, ich will auch jubeln. Ich habe mich auch gefreut und das Video, man kann ganz sicher sein, das ist ein Jubelvideo, kommt viel besser an, kriegt viel mehr Klicks als so ein kritisches Video. Weil jetzt werden die Leute sagen, ja, ich bin irgendwie neidisch auf Alice Weidel und ich bin ein kleiner YouTuber und ich gönne ihr den Erfolg nicht und jetzt meckere ich rum und ja, ich bin überhaupt ein miese Peter, ich verderbe die Stimmung. Und ja, und das ist ja sowieso irgendwie wie Quatsch und ich will mich jetzt wichtig tun und ich will mich jetzt herausstellen, indem ich Kritik übe. Aber man muss nur die Videos angucken, auch jetzt meine Videos, Jubelvideos, wo man sagen kann, ah, Weidel hat es jetzt den Journalisten vollgegeben, das war toll. Die haben viel mehr Klickzahlen und ich habe dadurch viel mehr Abonnenten gekriegt, als durch kritische Videos. Das ist einfach Fakt. Also könnt ihr ja selber gucken. Es gibt viele Videos zu Weidel. Und die Videos, die positiv sind, die haben bessere Klickzahlen. Dadurch habe ich mehr Reichweite und der Kanal wächst besser. Also ich habe überhaupt nichts davon, ein kritisches Video zu machen. Aber umso wichtiger ist aus meiner Sicht. Weil wenn man jetzt hier ein Jubelvideo macht, dann bestärkt man Weidel in dem Handeln. Und dann geht es immer so weiter. Und vielleicht so ein Video wie jetzt, vielleicht kostet es vielleicht ein paar Stimmen bei der Landtagswahl. Aber es wird uns ganz viele Stimmen sichern bei den nachstehenden Wahlen. Oder für die Zukunft. Weil wenn die Partei das, was Weidel macht, aus meiner Sicht, das ist toxisch, das ist egoistisch. Sie macht das auf Kosten der Partei, auf Kosten der Aufklärung, auf Kosten der ganzen Opposition. Weil die Leute, wenn sie jetzt das Video sehen, sie werden befriedigt. Und denken, ja gut, da ist dann halt Nord Stream, das wurde halt dann von ukrainischen Leuten gesprengt. Alles Weil sagt ja auch nichts dazu. Die AfD sagt ja auch nichts dazu, wird dann schon stimmen. Oder mit den Medien ist dann halt alles ungefähr in Ordnung, weil hat ja auch nichts Kritisches gesagt zu den Medien. Und Björn Höcke ist dann halt rechtsextrem, es gibt halt viele Rechtsextreme. Alles Weil hat es ja nicht in Schutz genommen. Stimmt dann also alles, was die großen Medien gemacht haben. Das heißt, Alles Weil zementiert hier mit diesem Interview die schlechten Zustände für die AfD oder halt für die Opposition, weil die Opposition braucht mehr als 50%. Also jetzt Basis, Wagenknecht, Partei, alles zusammengenommen, brauchen über 50%, nicht 20%. 20%, jetzt denkt, man muss ja klein anfangen. Was heißt klein anfangen? Das geht jetzt hier um die Existenz. Es wird alles immer schlimmer. Die Zukunft des Landes steht auf dem Spiel. Die Demokratie steht auch auf dem Spiel. Man jetzt sieht das Leute wie Nancy Faeser, also da fallen ja alle Hemmungen, das wird immer schlimmer. Die können sich ja Dinge rausnehmen, das ging vor ein paar Jahren, wäre es nie durchgegangen. Es ist ja eine Abwärtsspirale, wo es schnell gehen muss, um da rauszukommen. Und nicht so, ja, wir sind jetzt hier bei 20%, jetzt sind wir ganz froh, ganz toll. Das Einzige, was es nutzt, ist halt das Mandat von einigen Leuten, die dann denken, ja, jetzt bin ich hier sicher wieder im nächsten Bundestag. Und aber ich möchte kein Risiko eingehen für mich und es verbessert meine persönliche strategische Position, aber im Grunde ist es egoistisch, weil was bringt das Deutschland? Und das Ziel muss jetzt hier sein, die Leute zu warnen, dass die Medien ein Kartell bilden, das es freie Medien sehr wahrscheinlich in der westlichen Hemisphäre nie gegeben hat. Vor allem auch nicht in den USA. Das auch in den USA, ein gutes Beispiel ist für mich immer 1899, die Maine, die von einer angeblich spanischen Mine getroffen wurde, wo sich aber später herausgestellt hat, das Schiff ist von innen explodiert, der Kongress dazu bewegt wurde, Krieg gegen Spanien zu führen und den Spaniern so ihre Kolonien abgeluchst wurden. Und dass dieses Verhalten, dass die Medien ein Kartell gebildet haben, schon damals. Und jetzt kann man ja eins und eins zusammenzählen, 1918 wurde Demokratie in Deutschland eingeführt und die Medien, Hitler wurde groß und ja, Hitler ist ein Nationalist, das heißt, da kann man mit einem Krieg rechnen, bedeutet Spaltung in Europa, bedeutet Schwächung von Europa. Ich weiß es nicht genau, aber es wäre mal sehr interessant, die Medien der 20er Jahre zu studieren, was da abgelaufen ist
Und es ist Fakt, auch keine Verschwörung, sondern Fakt, dass Hitler massiv aus den USA von Henry Ford, aber auch von anderen, unterstützt wurde, finanziell massiv. Man kann natürlich davon ausgehen, dass die Leute, die Hitler finanziell unterstützt haben, dass sie auch die Medien finanziell unterstützt haben, Hitler groß zu schreiben. Und wie soll denn Hitler groß werden, wenn man jetzt beispielsweise eine breite Medienfront hat, die alles kritisch beleuchtet, was Hitler zum Beispiel antisemitisches schreibt? Wie soll denn Hitler groß werden? Das heißt, das Problem war schon in den 20ern. Und heute sieht man es in der Ukraine oder auch unsere Berichterstattung hier zu der Ukraine vollkommen einseitig. Und das Ganze wird nur dadurch verdeckt, dass es eine Interessensüberschneidung 1945 bis 1990 gab, weil Deutschland gegen die Sowjetunion stark gehalten werden sollte, damit Europa nicht an die Sowjetunion fällt. Was US-Interesse war. Aber das ist 1990 weggefallen. Und die Medien betreiben seitdem eine Berichterstattung, die die Parteien dazu bringt, diesem Narrativ zu entsprechen und Deutschland herunterzuwirtschaften. Was Interesse dieser Herzland-Theorie ist, ja, Deutschland zu schwächen. Oder auch jetzt die Spaltung von Russland zu erzeugen. Das ist der Kern. Davon kam von Weidel nichts. Und es ist dringend notwendig, in jedem Interview den Vorwurf des Rechtsextremismus zurückzuweisen. Und hier ist anscheinend haben das, vielleicht ist das mangelndes Verständnis, aber hier besteht anscheinend die Angst, ja, diese Diskussion verliert man. Dann kommen die Medien mit 1000 Beispielen und dann ist das eine ungünstige Themenlenkung, die ist schlecht für die AfD, wir wollen ja mit den Inhalten durchkommen, wir wollen ja nicht diese Rechtsextremismusdebatte führen und deswegen wollen wir halt unsere Inhalte rüberbringen. Aber man kann das ganz leicht abschmettern, was die Medien sagen. Man sagt, unser Standpunkt ist, wir sind nicht rechtsextrem, ihr Berichterstattung über uns, ihr Standpunkt ist unausgewogen. Wir sehen es so, dass es unausgewogen ist. Die Leute können sich im Internet informieren, können unsere O-Töne angucken und können sich selbst eine Meinung bilden. Das ist mein Statement dazu. Wir sind nicht rechtsextrem. Und im Übrigen bei dem Thema XYZ und so weiter. Das heißt aber, wichtig ist entschieden, dass man den Frame zurückweist. Und das wirkt jetzt defensiv, aber tatsächlich ist es nicht defensiv, sondern es ist sehr offensiv. Weil man dem Narrativ widerspricht. Das ist das Entscheidende. Die Medien, die großen Medien hier, die ARD, geben ein Narrativ vor, die AfD ist rechtsextrem. Wenn ihr jetzt allesweil nichts sagt, dann pflichtet sie im Auge vieler Zuschauer, geht sie der Diskussion aus dem Weg, sie traut sich nicht, dagegen anzugehen, also pflichtet sie bei. Natürlich wird auch eine Mehrheit sehen, ja, das ist ja zu blöd, werden vielleicht ein paar Leute denken, aber auffällig ist, dass sie es nicht entkräftet. Und das wirkt immer schwach und vor allem auch, wenn sie Björn Höcke nicht in Schutz nimmt. Und wenn Björn Höcke ein Rechtsextremist ist, er so genannt werden darf von dem Moderator, ohne dass Weidel widerspricht, dann sind zumindest einzelne Leute sind Rechtsextremisten. Und das heißt, sie ist mit Rechtsextremisten in der Partei, die Partei ist eklig, sie ist eklig. Weil sie ist ja, wühlt sich ja im Schmutz sozusagen. Und sie könnte, wenn sie jetzt sagt, entscheidend ist, dass sie dem Narrativ entgegentritt. Und wenn sie jetzt sagt, wir sind nicht rechtsextrem, dann widerspricht sie dem Narrativ. Und damit würde sie dem Moderator empfindlich gegen das Schienbein treten. Weil sie dem Narrativ widerspricht. Und wenn dann die Leute sich überzeugen, dass das Narrativ nicht stimmt, dann ist der Moderator blamiert. Und so ist es bei allen möglichen Themen, auch beim Klima. Da könnte man auch nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern erklären, warum, was die Basis der AfD ist. Und auch Medienberichterstattung kritisieren. Beispielsweise, dass verschiedene Dinge nicht aufgegriffen werden. Die ganzen Fehlvorhersagen mit dem Temperaturversatz, dass die Temperatur vor dem CO2 gestiegen ist und so weiter und so fort in der Vergangenheit. Immer um 800 Jahre. Das heißt, solche wichtigen inhaltlichen Sachen müssten an die Zuschauer gebracht werden. Und diese inhaltlichen Sachen, mit denen würde man den Narrativen entsprechen, entgegentreten. Und das würden die Leuten aufzeigen, dass wir es einem Medienkartell zu tun haben, das täuscht. Was das Entscheidende ist, dass die Leute verstehen, dass den großen Medien nicht zu trauen ist, dass sie einem was Knie legen, dass sie permanent täuschen, dass sie zu den alternativen Medien müssen. Das ist der Schlüssel. Und alles Weidel hat in dem Interview überhaupt keinen Beitrag dazu geleistet. Dass die Leute weggehen von den großen Medien weniger vertrauen und zu den alternativen Medien gehen. Keine Aufklärung betrieben, das heißt, das überlässt sie den anderen, bezieht Position, möchte die Früchte von beiden Seiten einfahren. Erstmal von der Aufklärung, die andere betreiben. Und selbst, dass sie nichts sagt, es sozusagen den großen Medien recht macht und überall auftreten darf. Jedenfalls, ich möchte alles weiter nicht mehr als Kanzlerkandidatin.
Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was sonst einfällt. Macht's gut.